sterilisiert das Gebiet. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Das ist alles meine Schuld. Was meinen Sie damit? Ich werde alles publik machen. Alles, was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen. Was zum Teufel? Ihre Vergangenheit wird Sie einholen, egal wohin Sie gehen oder was Sie tun. Weiß er, dass Wesker mein Vater war? Adam!
Hallo, Freunde! Ja, wir werden mitten ins Spielgeschehen geworfen. Es ist noch nicht vorbei. Und starten mitten in der Story, oder vielleicht schon am Ende der Story. Jedenfalls verschiebe ich meine übliche Begrüßung, bis wir auch wirklich durchhalten, Helena. Den Prolog fertig haben. Und es sieht nicht gut aus mit Helena. Was ist bloß passiert? Ich halte sie nur auf. Gehen Sie. So leicht kommen Sie nicht davon. Na los. Ich finde es eigentlich recht nett, dass man so anfängt, die Story ein bisschen anzuheizen. Wir haben so viel durchgestanden. Jetzt wird nicht aufgegeben. Man macht sich mit den Steuerungen und so vertraut. Werden wir gleich sehen. Aber eins nach dem anderen. So, dann brechen wir das mal auf. X. Und nochmal X. Und wir müssen immer die entsprechende Stelle treffen. Am besten verstecken. Denn es scheint, als wären die uns nicht gut gesinnt. Ich versuche so ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten. Wir haben es fast geschafft. Ist ja schließlich ziemlich dramatisch gerade. Los, weiter. Einfach in Sicherheit bringen. Machen wir eine Pause. Hier drin muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Wir können uns jetzt nur langsam bewegen. Und wir müssen grüne Kräuter finden, vielleicht in diesem Wagen. Schrecklich, gute Soldaten so sterben zu sehen. Da haben wir ein grünes Kraut. Das ist genau das Richtige, um Helena jetzt zu heilen. Leon, sind Sie da? Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht ihr nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. So, mit Y Gegenstandslots öffnen. Kombinieren wir das grüne Kraut mit dem grünen Kraut und erhalten drei grüne Kräuter. Die verschieben wir ins Tablettenbehältnis. Durchhalten, Helena. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Offizielle erste Zombie. Keine Munition. Wir müssen uns wehren. Immer mit den angezeigten Control Sticks oder Buttons. Man muss ständig auf der Hut sein.
Gut, dann wollen wir sie mal heilen. Das hat sie plötzlich... Das hat sie alle mal verdient. Wie geht es Ihnen? Ich werde es schon überleben. Danke. Leon, was machen Sie denn? Sie müssen da weg. Jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind BSAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse Sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. Mit LB Wegfindungshilfe einblenden. Zeigt uns immer, wo wir am besten langlaufen sollen. Nun, das Ganze beginnt recht actionreich jetzt gleich, aber das wird sich bald ändern. Es ist ja nur der Prolog. Es soll ja nur Geschmack machen auf mehr. Und dann beginnen wir ganz von vorne, eins nach dem anderen. Seid schon mal gespannt. Was zum... Was zum Teufel? Gucken wir mal, was das war. Achtung, vorsichtig. Ganz langsam. Die zombieverseuchte Stadt. Und ein Flugzeug ist da reingerast. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Einfach geradeaus? Weil einfach ist, oder warum? Naja, dann wollen wir mal. Wir haben Nahkampftechniken und wir können natürlich ballern, was das Zeug hält. Und sind jetzt erstmal gefragt. Kampf gegen etliche Zombies. Denen wir den gar ausmachen werden. Tschüss, Mann. Ins Kreuz gekickt. Aus dem Weg. Toll. Kriechen aus ihren Löchern. Kannst aber laut sagen. Zum Glück droppen die Munition und anderes Zeug. Leon, da! Was wir gebrauchen können. Achtung! Nochmal mit einem dunkelblauen Auge davongekommen. Und da läuft Kerosin aus. Wenn sich das entzündet. Genau. L und A. Wichtig hierbei ist nicht A zu drücken ständig, wie in Resident Evil 4, Button Smashing. Den Fehler habe ich anfangs gemacht, sondern einfach nur gedrückt halten. Ist das die Rettung? Hierher! Einsteigen! Dann Beeilung! Ich zwie in den Heli! Kein perfekter Tag. Was will der denn? Geh baden! Was zum... Mist. Oh oh, das hat Leon wohl nicht gelernt und ich auch nicht. Drücken wir einfach mal X. Los, na los. Hoch. Der Heli macht es nicht mehr lang. Noch ein Stück. Okay, und schießen. Nein, daneben. Mach die Fliege. Und tschüss, Mann. Mist, festhalten. Hard Rock, Halleluja.
Okay, ich glaube, da will ich nicht runter. Also bloß nicht die Glasscheibe zusammen krachen lassen. Ja. Wow. Haben wir da drin jetzt etwas Ruhe? Oder was befindet sich dort? Okay. Umbrella. Irgendwas ist hier faul. Naja, ich glaube, Leon hat schon lange seine Unterhose nicht mehr gewechselt. Das vielleicht. Wow. Umbrella ist zurück, oder was ist das? Lasst es uns herausfinden! Noch nicht genug? Und damit ein hochoffizielles Willkommen zu Let's Play Resident Evil 6. Resident Evil 6. Na, das hat doch schon mal gut angefangen. Alles bisher war nur eine kleine Vorschau. Jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen den drei Szenarien. Leon, Chris und Jake. Leon, der Hauptheld aus Resident Evil 2 und Resident Evil 4. Chris, der Hauptcharakter aus Resident Evil 1 und Resident Evil 5. Und Jake, der Sohn von Wesker, dem absoluten Oberbösewicht, der am Ende von Resident Evil 5 besiegt wurde. Und auch werden die drei Charaktere aufeinandertreffen. Was wird wohl Chris dazu sagen, dass Weskers Sohn ebenfalls dabei ist? Und werden Leon und Chris Freunde oder Feinde? Die wichtigste Frage, und das muss ich wirklich erwähnt haben, ist Resident Evil 6 so actionreich wie Resident Evil 5, weil das wurde von vielen kritisiert? Nun, wir werden beginnen mit dem Intro und dann wird ein anderes Level kommen als in der Demo-Version. Das sollte gesagt werden, weil ihr braucht nicht gleich wegschalten. Ich habe mit euch schon die Demo-Version Let's Play und jedes Szenario mal angeschaut. Und danach wird es sehr actionreich, wenn Leon und Helena in der Stadt unterwegs sind. Da habe ich schon gedacht, oh, hoffentlich wird es den Leuten gefallen. Das Wichtige ist halt, schaltet nicht nach zwei, drei Parts weg und stempelt Resident Evil 6 ab, weil dann, erst danach, in der Kathedrale, wird das Spiel sein komplettes Potenzial entfalten. Und ich behaupte, es kann mit Resident Evil 4 nicht sogar mithalten, sondern je nach Geschmack ist es vielleicht sogar besser. Es kommen tolle Rätsel, Gruseleinlagen, Schockeinlagen. Das ist Resident Evil vom Feinsten. Ich will nichts verraten, auch Ada Wong kommt natürlich hinzu, recht früh, das ist kein Spoiler. Ich will nicht zu viel verraten, deswegen fangen wir jetzt am besten an, aber wie gesagt, bleibt einige Parts am Ball. Weil was da noch Herzzerreißendes an Story kommt, das ist unglaublich, was hier für ein Meisterwerk geschaffen wurde. Let's go, Leon. Nun, Schwierigkeit. Leicht. Weil ich eben nicht an jeder Stelle fünfmal sterben möchte. Wir spielen mit Leon. Eigentlich mag ich ja Helena. Sie ist auch wirklich sehr hübsch. Aber Leon ist der Hauptcharakter und deswegen werden wir mit ihm spielen. Spiel starten. Intro ab. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Allen Nationen zusammen. Wir tragen nicht nur Zivilisten, fangen die Wahrheit ans Licht. Ich werde alles, um die Fakten offenzulegen, verursacht auf es wäre Zeit, Farben, wenn wir überhaupt eine Chance haben. Ihre Freundschaft war ja immer wichtig.
Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Zwingen Sie mich nicht. Was meinen Sie damit? Die Tall Oaks Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich habe den Präsidenten erschossen. Wie, wir waren schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zur Tall Oaks Kathedrale. Agent Kennedy hat da eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja. Ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. Adam, es tut mir leid. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Nun, wir beginnen hier beim Präsidenten. Und jetzt wirklich, schreibt's mal in die Kommentare, ob das der Präsident ist, der Vater von Ashley, die wir in Teil 4 gerettet haben. Was spricht denn dagegen, dass es der Präsident ist? Komm, gehen wir lieber. Wir können nur langsam gehen. Schließlich befinden wir uns hier im Büro des Präsidenten. Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Okay? Das wird sicherlich nicht einfach, dahin zu gelangen. Schauen wir mal, was es in den anderen Räumen gibt. Hallo. Hier auch. Das Gerät außer Kontrolle. Hey, du alter Bürohengst, was geht denn? Wenn das mal nicht das Burnout-Syndrom ist. Ich sag doch, du sollst denn Tag und Nacht arbeiten. Oh je, was ist hier bloß passiert? Helena wird es uns in der Kathedrale wohl erzählen. Ansonsten steht Leon hier mit einem dicken Fragezeichen. Hä? Ist das nicht der von der Superpannen-Show? Gucken wir mal, was hier drin ist. Kein Strom. Natürlich, der Aufzug, aber wie immer ohne Strom. Wie hätte es anders sein sollen? Hallo? Irgendjemand hier? Ich habe extra das Spiel ein bisschen heller gestellt, das ist möglich in der Vollversion. Wird man zu Beginn gefragt, aber es wirkt immer noch sehr dunkel. Und vielleicht ist es auch gut so. Interaktive Umgebung gibt es ebenfalls, wie ihr seht. Die Ballons. Dann gehen wir jetzt durch diese Tür.
wenn sie einen sehen, zielen sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Hier sollte der Empfang stattfinden. Jetzt wäre gerade das Dinner serviert worden. Ob es Überlebende gibt? Es wäre gerade das Dinner serviert worden. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass wir nicht das Dinner werden. Vorsichtig tasten wir uns heran. Und suchen nach Überlebenden. Unfassbar, dass sich alles wiederholt. Es ist wie in Raccoon. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu ihrer Kathedrale. Aber wenn sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit ihrer Freiheit. Was war das? Finden wir es heraus. Da ist jemand. Ach, hier steht alles kreuz und quer im Weg. Wer könnte das sein? Wir müssen uns hier den richtigen Weg durchbahnen. Gar nicht so einfach. Aus dem Weg, ihr Stühle. Hallo? Da hinten. Wer treibt sich hier in der Küche rum? Das muss doch Rainer Kallmund sein. Nein, natürlich nicht. Hallo? Die Spannung auf dem Siedepunkt. Alles okay? Der Nebel. Was? Nebel. Wie aus dem Nichts. Liz! Warten Sie! Lassen Sie mich! Das ist zu gefährlich! Meine Tochter, sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun! Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liz. Ist das Ihre Tochter? Gut, suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit, um... Wir nehmen uns die Zeit. Liz, wo bist du? Der ist richtig verzweifelt. Hoffentlich ist bei dem noch alles in Ordnung. Und nicht alle Sicherungen durchgebrannt. Vor Sorge. Verständlicherweise. Oha. Jetzt habe ich mich echt erschrocken. Also der besorgte Familienvater geht voran. Wir können nicht schneller sein als er. Aufpassen. Kann sie nur sein. Es gewittert. Und in diesem Spiel wird Gewitter noch entscheidend. Geh voran, du wirst sie finden. Wir werden auch gleich noch wissen, wer das hier überhaupt ist. Der Kerl. Auf jeden Fall kennt er den Weg. Durch die heilige Macaroni. Was für ein Wind. Wir müssen sie finden. Werden wir. Folgen Sie uns. Am besten durch die Tür, oder?
Leider verschlossen. Was sollen wir tun? Herr, mein lieber Knabe, mein lieber Herr, haben Sie eine Ahnung? Antworte mir. Hier ist Daddy, Liz. Tja, wie wird Liz wohl aussehen? Alles klar? Ob es ihr gut geht? Aha, er hat den Schlüssel. Ihm geht's wohl auch nicht so gut. Alles okay? Ja, wenn ich nur meine Tochter finde. Sie muss hier sein. Ganz sicher. Wir müssen den Aufzug wieder in Gang setzen. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Danke. So, finden wir Liz und verschwinden von hier. Genau das gilt es zu tun. Liz? Liz, bist du das? Haben wir sie erreicht? Bleiben wir das mal aus dem Weg. Und dann würde ich sagen, war das ein gelungener erster Part. Aber noch heute wird es den zweiten Part geben. Habe ich zumindest vor... Darmstadt-Fans bei Resident Evil, man glaubt es kaum. Willst du wirklich da reingehen? Da spielt jemand Klavier, aber der Blutabdruck an der Tür verheißt nichts Gutes. Leute, wenn es gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und verpasst auf keinen Fall den nächsten Part. Wenn ihr Resident Evil 6 weiterverfolgen wollt, könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Ansonsten, genug der langen Worte. Bis zum nächsten Part. Auf keinen Fall verpassen. Bis dann und ciao.